Oi, hier hin, hallo, hier spielt die Musik. Guten Tag, heute schauen wir uns die Orgel ein bisschen näher an. Was ist eine Orgel, was kann eine Orgel, warum will man überhaupt Orgel spielen? Reicht ein Klavier nicht? Nein, Organisten sind schwache Leute, die brauchen Macht, die wollen an der Orgel sitzen und Leute beängstigen mit Musik. Warum machen wir das? Nein, wie fängt's an? Hier, eine Tastatur. Komm, Tastatur. Genau wie am Klavier. Okay, hier an dieser Orgel ist es andersrum. Schwarz, weiß, 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 schwarz. Ist egal, die Tasten sind gleich. Da ist C und so weiter. Also, aber außer mechanisches Lärm kommt gar nichts. Was muss ich denn da machen? Ich muss eine von diesen Sachen hier, eine von diesen Sachen hier ziehen. Das sind die Register. So, an dieser Orgel sind das kleine Wippschalter. An anderen Orgeln sind das richtig große Dinger zum Ziehen. Ich mache das später mit den Händen anders, das sieht ganz böse aus. Zum Beispiel, hier steht Hohlflöte. Eigentlich wie die meisten Organisten, wir sind alle Hohlflöte. Naja. Klingt wie eine Flöte. Oder? Klingt wie eine Flöte. So, jetzt habe ich Töne. Aber, komm mal zurück bitte, zurück. Hier steht 8, da steht 16, da steht 4, da steht 2 und schon wieder 8. Was bedeutet das alles? Tja, was könnte das bedeuten? 8 Fuß steht da, also 8 Strich. Diese Pfeife hier, der tiefste Pfeifer von dieser Flöte, ist ungefähr 8 Fuß lang. Naja, die Puristen unter uns wissen, dass es nicht so ist, aber die ist ungefähr 8 Fuß lang. Wenn ich jetzt die 4 Fuß Flöte dazu nehme, was passiert? Kommt noch ein Ton dazu? Höher oder tiefer? Klar, höher. Jetzt habe ich 2 Töne. Hier ist der obere Ton, guck mal. Und hier ist der untere Ton. Und jetzt beide zusammen. 8 und 4. So, jetzt habe ich meine Hohlflöte 8, meine Rohrflöte 4, ich könnte sogar eine Waldflöte 2. Jetzt habe ich 3 verschiedene Oktaven mit einem Ton. Schön, oder? So einfach geht das. Hier steht aber Trompete 8. Ich habe natürlich keine Trompete in der Orgel, aber das klingt jetzt wie eine große Fanfare. Laut, grell, kräftig. Was habe ich denn auch noch? Komm mal zurück. Da steht Mixtur. 3 bis 4 F Punkt. Also 3 bis 4-fach. Das sind eine Mixtur, eine Mischung von verschiedenen Pfeifen. Die spielen zusammen. Achtung, hier unten hört man das. Die spielen eigentlich 3 Pfeifen ungefähr in dieser Höhe. Oder eigentlich die 3 spielen zusammen. Und jetzt gehe ich einfach höher. A. Jetzt habe ich 4 Pfeifen zusammen. Es wird immer höher, bis zu den ganz, ganz kleinen Pfeifen ganz weit oben. Eine Mixtur von Pfeifen. Das gibt die Orgel ein bisschen Brillanz. So, jetzt mischen wir ein bisschen was zusammen. Prinzipal, das ist dieser dicke Klang für vielleicht für eine Gemeinde zu begleiten, hat man sowas, oder? Klang für die Orgel. Dazu haben wir eine Oktave, das macht es ein bisschen heller. Ja. So, jetzt gehe ich noch höher mit meiner 2-Fuß-Flöte. Klingt nicht schlecht, jetzt gehe ich mit meiner Mixtur dazu, jetzt wird es richtig hell. Dazu, jetzt wird es richtig dick. Natürlich von hier oben an der Orgel klingt das furchtbar, weil die Pfeifen sind direkt neben mir. Aber da unten in der Kirche, einmal unten in die Kirche bitte, genau,
Das spricht die Orgel, das singt die Orgel raus in die Kirche. Die Leute unten hören das viel besser, viel gemischter. Nicht schlecht, oder? So, was ist aber das hier? Ich habe nicht nur mit den Händen gerade gespielt, ich habe auch mit den Füßen gespielt. Hier habe ich eine Tastatur für die Füße. Ja, da kann ich Melodien mit den Füßen spielen. Wenn ich geübt habe, kann ich Melodien mit den Füßen spielen. Naja. Ja, alles machbar. Ich habe natürlich nicht meine Orgelschuhe an heute. Aber ganz ehrlich, ich brauche keine Orgelschuhe. Ich habe Füße, ich habe Schuhe, das reicht. Es gibt Leute, die geben Tausende von Euro aus, Tausende von Dollar aus für Orgelschuhe. Naja, wer es nötig hat. Ich übe lieber mit meinen anderen Schuhen. So, jetzt bringen mich alle um, aber so bin ich halt. So, jetzt habe ich die Hände und die Füße. Aber warum habe ich hier zwei Tastaturen? Tja, eine Orgel hat nicht nur diese Klänge hier, eine Orgel hat verschiedene. Und die kann ich natürlich hin und her mischen, wie ich will. Hier oben habe ich auch eine Art Prinzipal. Steht Geigenprinzipal, ist ein bisschen herber. Klingt das wie eine Geige? Natürlich nicht. Ich habe eine Flauto Amabile, eine Liebesflöte, ulala, in der Kirche. Geht das? Also eine sehr schöne Flöte. Bisschen ruhiger als die Flöte hier unten. Ja, ein bisschen schöner. Die ist ganz schön. Und jetzt kommen die ganz, ganz schönen Sachen. Das heißt sogar Dolce. Das kennen wir alle aus der italienischen Speisekarte. Süß. Klingt das süß? Naja, Geschmackssache. Ist auf jeden Fall sehr leise. Doch schön, oder? So, jetzt nochmal zurück. Jetzt kommen was ganz interessante Sachen. Salizional, das ist eine Art Streicherklang. Bisschen herber. Ja. Und jetzt ziehe ich diesen Register dazu. Vox Celeste heißt es. Dieses Register ist absichtlich verstimmt, ein bisschen höher gestimmt als diese Salizional daneben. Und das gibt so eine Schwebung. Ja, so ein bisschen wie die Streicher im Orchester. Wenn ich das, sagen wir so, ich will das spielen und gleichzeitig eine Oktave höher, das kann ich alles runterkoppeln und dann habe ich das. Klingt das wie Streicher im Orchester? Weiß ich nicht, aber mein Kameramann sagt ja, also muss. Ich kann das noch schöner machen an dieser Orgel. Diese Orgel hat unglaublich viele schöne Grundstimmen, sagt man. Also kein Schnickschnack obendrauf, ist eine richtig dicke, fette Orgel. Deswegen ist ein dicker, fetter Organist hier. Man kann richtig schön ruhige Streicherklang haben. Das finde ich nett. Und das mit der Oktave gekoppelt. Ich hoffe, ihr hört das richtig. Das ist sehr leise, sogar hier am Spieltisch. Das müssen wir gleich hören auf der Aufnahme, wie das klingt. Schön, ne? Was ist denn das? Tja, das ist mein Gaspedal an der Orgel sozusagen. Wenn ich es hier unten habe, also so, stellt euch vor, da ist eine große Holzkiste da oben, voll mit Pfeifen. Und vorne an dieser Kiste sind Jalousien. Und mit diesem Pedal kann ich diese Jalousien auf- und zumachen. Einfach so. Jetzt sind die auf und jetzt gehe ich so, die gehen zu. Und da kommt natürlich weniger Klang raus. Ein bisschen gedämpft, jetzt mache ich auf. Da habe ich so eine Art Crescendo-Pedal. Ne? So, jetzt wird es richtig interessant. Ich habe hier in meinem unteren Manual ein relativ großer, kräftiger Klang. Ja. Aber ich will jetzt die Pfeifen von der oberen Manual, die will ich dazu koppeln, 2 auf 1.
Ich mache hier diese Kiste zu und dann hört man die nur im Hintergrund. Langsam mache ich auf. Hier am Spieltisch wieder, das hört man nicht so genau, weil die Pfeifen sprechen in die Kirche runter. Wenn wir das von unten aufnehmen würden, hört sich ganz anders an. Aber das machen wir mal anders. Ich wollte heute nur so eine kleine Vorstellung machen, wie das alles zusammen funktioniert. So, ungefähr so funktioniert eine Orgel. Jetzt kommt das nächste Problem. Also die mechanischen Teile haben wir schon vorgestellt. Jetzt geht es leider an den organischen Teil, was hier sitzt und das Ding bedienen muss. Da sind immer die Probleme bei Orgeln. Die Orgel an sich sind tolle Sachen, aber die Organisten sind meistens das Problem. Wir sind ein sehr spezielles Volk. Immer in kalten Kirchen unterwegs, meistens nachts. Wir sind alle so ein bisschen wie Vampire eigentlich. Ne? Aber Johannes an der Kamera heute und ich, wir haben es riskiert, heute in Tageslicht in die Kirche zu gehen und ein paar Töne zu spielen. Wie bedient man denn sowas? Ja, theoretisch wie ein Klavier. Na, nicht ganz. Guck mal. Dieser Ton bleibt spielen, bleibt da, bis ich loslasse. Am Klavier ist das natürlich nicht so. Ich spiele einen Ton am Klavier und irgendwann mal ist der Ton von allein weg. Ich kann machen mit der Taste, was ich will. Der Ton ist irgendwann mal weg. In der Orgel ist das nicht so. Wenn ich das machen will und der Ton weggehen soll, muss ich die Orgel ausschalten. Oh, aber weil das eine elektrische Traktur ist, ist der Ton sofort weg. Wenn das eine mechanische Orgel wäre, das heißt eine mechanische Verbindung zwischen Taste und Pfeife, die Luft geht einfach raus und der Ton ist irgendwann mal weg. Klingt furchtbar, aber ist manchmal lustig. So, was können wir noch machen? Wie bedienen wir das denn? Tja, soll ich ein Lied spielen? Soll ich ein Lied spielen? Soll ich ein Kirchenlied spielen? Nein. Soll ich was Lustiges spielen? Ja? Okay, ich spiele was Lustiges. Ist kalt heute, aber egal. Jetzt hier. Ein bisschen was Jazziges an der Orgel geht auch. So, linker Fuß ist der Bass. Die Füße, damit spiele ich den Bass. In der linken Hand spiele ich die Begleitung, quasi jetzt, wenn das eine Big Band wäre, wäre das dann das Klavier, die Gitarre, vielleicht ein bisschen Schlagzeug. Und da kann ich Umpa, Umpa, Umpa spielen oder eine zweite Stimme dazu spielen. Oder ich variiere den Rhythmus ein bisschen. Ja. Damit kriege ich ein bisschen mehr Rhythmus, ein bisschen mehr Gedöns rein. So, rechts habe ich frei für Melodie. Oder, wenn es eine Big Band wäre, natürlich ein ganzer Satz Saxophon. Klingt das denn zusammen? Big Band in der Orgel geht auch. Tschö.